Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS15 Holzhausen Projekt mit Dennis und Guden. Hallo. Yo. Ja, komm hier, ich schnapp mir mal den Abfahrer. Den Abfahrer? Ja. Daher fahren ist unpraktisch. Das lassen wir mal lieber. Da bleib ich. Kannst du einfach auf der anderen Seite rausfahren. Na gut. Mach's halt, wie du meinst. Ja, ja. Oder besser gesagt, wie du es nicht meinst. Das auch. So, da ging doch ordentlich Silage rein. Fast 15.000. Ja, jetzt sind sie ja erstmal ein bisschen produktiv, ne? Ja, wir haben jetzt ja auch 2 Tage gespult. Wir müssen sowieso mal nachgucken. Vielleicht brauchen wir ja auch schon wieder anderes Zeug. Wahrscheinlich 5 Liter oder so. Güllegrube haben wir ein bisschen was drin. Mischration 0 natürlich. Grasdruck, naja, das geht eigentlich alles noch. Eigentlich noch. Ja, das geht echt noch. Jetzt möchte ich sehen, wie der Dennis diese Situation hier löst. Geschmeidig. Eine sportliche 90-Grad-Wende. Man bräuchte fast einen zweiten Drescher. Gefahrenwende. Jetzt ein zweiter Drescher. Jetzt ein... Oder hättet ihr mal Bock, 2-3 Anhänger Silage zu verkaufen? Ja, wenn du schaufelst. Hätte erstmal Bock, meinen Husten loszuwerden. Aber also, ich glaube, das wird auch nichts. Von mir aus auch können wir auch Kartoffeln schaufeln. Mit 2 Leuten. Weil jetzt bei der Ernte... Alles, ja, okay. Eine Anfrage. Haben wir gerade eine? Ja. Für 400. Habe ich gar nicht so drauf geachtet, weil das immer so... Ich glaube, die ist auch schon wieder weg. Ja, die ist schon wieder weg. Hauptsache Mensch. Weg damit, würde ich fast sagen, ne? Naja, kommt schon wieder eine. Ja, aber jetzt hätten wir gerade die Zeit, weißt du? Ja. Machen oder nicht machen? Lass uns da mal immer nach und nach einen Anhänger wegverkaufen, würde ich sagen. Ja, wegkaufen. Entkaufen am besten. Jede Folge einen. Ich sag mal, immer wenn gerade Leerlauf ist, kann man ja mal einen Anhänger wegfahren. Also wenn man im Neutralen ist. Ja, wenn du gerade Gang rausgemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Ich fahr jetzt hier geradeaus durch, ne, Jan? Ja. Wir bekommen das schon hin. Ich geb gleich mal eben Geld aus, ne? Ne, darfst du nicht. Du willst auch Stroh aufsammeln? Nee, ich kauf mir eben erstmal ein Gewicht. Und dann... Es stehen noch zu Genüge rum, so ist nicht, ne? Ja, wo dann? Ich finde hier gerade keins. Ja, dann lass mich mal eben gucken. Na, du kann nicht machen. Und so. Also, ja, genau. Hier hast du schon wieder eins versteckt. Und dann versteckst du mir ja, den und dann habe ich hier drin noch eins, ja? Guck mal hier, da. Hier. Komm her. Nein, du bist ein Schurke, geh weg. Ist ein ja Räuber und Bandit. Räuber und Gendarm, aber egal. Nee. Das ist ja Räuber und Gendarm ist ein Spiel, aber das wollte ich ja nicht sagen. Achso. Räuber und Gendarm bist du, würde mir nicht passen. Merkst du selbst, ne? Doch, eigentlich schon. Meinst du, das passt eigentlich wunderschön? Ja. In meine Größe, da kann ich halt beide Rollen reinpacken. Ja. Ach, einer unten, einer oben. Ja, große Klasse. Wobei es ja doch, glaube ich, eher eunuchenhaft ist. Eunuchenhaft, oh. Ja. Aber hast du ein neues Lieblingswort? Ja. Hatte ich auch, als ich Game of Thrones geguckt habe. Game of Thrones? Ja. Das Spiel der Tröne, ne? Ja. Das Lied von Eis und Feuer. Hast du das jetzt eigentlich auch mal geguckt, Jan? Nein. Kann man sich echt mal geben, oder? Ja, wie gesagt, Staffel 1 bis 4 sind vorhanden, aber Zeit... Ja, wie gesagt, die sicherst du mir noch, ne? Ja. Ich glaube, ich muss einfach mal, anstatt Musik, muss ich mir wenn ich laufen gehe, muss ich mir einfach Game of Thrones nebenbei machen. Dann mache ich mal eine Folge quasi, ne? Ja, machst du mal 2, dann machst du auch mal ein bisschen mehr Sport. 2 noch? Ja, okay, 2 ist natürlich schon sportlich. Das sind dann 90 Minuten, ja, nicht ganz. Weil In- und Outro kannst du eigentlich nach ein paar Folgen immer weglassen. So, okay, es sind nur 5, ich dachte, es wären länger. 45 Minuten halt die Standard-Sendezeit.
die hey, eigentlich jede Sendung immer hat. Ja, dann kann man ja eigentlich sogar fast drei machen. Oh. Drei noch. Im Endeffekt, bei drei Stück. Ja, also bei zwei Stunden Sport müsstest du fast drei Stunden schaffen, drei Folgen schaffen. Ja, eben. Weil du kannst echt immer In- und Outro überspringen. Ja, ich habe ja zum Glück noch so eine multifunktionale Fernbedienung, mit der ich dann quasi auch vom Gerät aus quasi alles steuern kann, ne? Ach, vom WD-Player? Ja, ja, den WD-Player, wobei unser Server momentan ein wenig steigt. Ich muss ja sagen, bei euch habe ich zum ersten Mal einen WD-Player kennengelernt. Ich kenne ja sonst niemanden, der einen WD-Player hat. Ja. Na gut, aber wer hat auch sonst Licht, was mit Bewegungssensor funktioniert in der Küche? Wer hat einen Seifenspender, der die Seife automatisch dosiert? Ja, das rentiert sich. Ja. Ja, das ist rentabel. Leute, das ist rentabel. Hammerhart. Wahrscheinlich rentabler als ein Stück Seife. Ich meine, das Stück Seife, gut, das funktioniert zwar analog, aber... Ja, also ich finde eigentlich die normalen Flüssigseifenspender zum oben drauf schlucken, finde ich am angenehmsten. Och, ich mag eigentlich auch die gute Kernseife. Ah, ja, ja. Das wäre ja noch so ein bisschen rückständig, nicht ganz so modern. Ja, wir haben... Ich glaube, wir haben sogar beides, wenn ich so drüber nachdenke. Eher so oldschool. Ich kann es schlecht beurteilen, ich war bis jetzt nur, ich war bei dir noch gar nicht, glaube ich. Aber ich doch, auch gar nicht. Du warst da schon mal, aber ich weiß nicht, ob du auf der Liste warst. Doch, ey, warst du auch. Ah, weiß nicht, bin ich doch, warst nicht. Du. Wir waren doch schon bei dieser besagten Person mit ja. Einem zweirädrigen Gefährt. Dennis weiß besser über meinen Toilettengewohnheiten Bescheid als ich. Ja. Dennis merkt sich sowas, jetzt so ein kleiner. Da kann ich mich noch dran erinnern. Jans weil, Stuhlgang. Du hattest, glaube ich, davon erzählt gehabt, dass der Bereich da ziemlich aufgeräumt war. Ja, ja, so wie mein Zimmer halt, ne? Hä? Der Bereich war besonders aufgeräumt, mein Zimmer. Ja, gut, wobei Toilette ist wahrscheinlich wirklich Haufensystem, ne? Hier ist Haus aber raus. Ja, ja, ne? Richtig die Lines hier am Kicken, ne? Doch, ja, sie leihen es ja quasi wie der Steinbruch die Felsbrocken. Ja, richtig fresh. Ach, der droppt die? Mhm. Ja, und er kickt sie auch, wie ein Fußballer. Aha. Warum finde ich das immer so schlecht? Ich weiß nicht, ich bin leider, Du bist so ein lyrischer Keck, meinst du? Ja, ja. Okay, Rosberg. Und was sagst du dein Füllstand, Jan? Wie viel hast du drin? Weiß nicht. Jetzt würde ich sagen, noch unter 30%. Wo ist eigentlich der Abschiebewagen? Wir haben keinen Abschiebewagen. Ach, der Fliegel. Den habe ich. Ah, gut. Nein, der ist verloren gegangen. Der ist in Graben gefallen. Genau, Wert sind jetzt 40%. Mhm. Aber der ist in den Graben gefallen, der Fliegel, der ist weg. Ja. War das, Kauf den Fliegelabschiebewagen, haben es gesagt. Kannst nicht umschmeißen, haben es gesagt, ne? So, ja, kennt man. Auf jeden Fall schlau. Drängt er mich hier ab, ne? Ah, wir haben uns nicht berührt. Doch, doch, das habe ich gemerkt. Nee. Wir sind schon ziemlich nah auf Körperkontakt gegangen hier. Ja, auf Tauchfühlung, ne? Ja, ja. War ein bisschen fischig. Auf Tauchfühlung ist aber auch schön. Ja, ja. Tiefgang. Was bringt man halt hervor, wenn man noch wieder ganz bei Sinnen ist? So, der erste Anhänger geht dann mal weg von dem Zeug. Der geht über den Jordan. Genau, der geht sozusagen über den Jordan. Ein bisschen ja, Acker, die laufenden oder? Kosten decken. Wobei dir das fast die 25 Kühe tun. Ansonsten kannst du ja auch einfach Stroh mehr verkaufen. Mehr Kühe! Ich bin ja dafür, dass wir den T4 Garden noch mit reinnehmen. Auf jeden Fall, den ich dir heute empfohlen habe. Ja, und auch den
Wie nannte sich den Kramer aus dem LS13? Ja, nee, der, also hier der T4 ist ja auf dem gleichen Niveau. Der ist ja so groß, der, ja. Was war auch Spezialmanöver mit voller Schippe nach vorne, ne? Ja, ja. Ich fahre hier fast 23 Kubik ab. Fast. Verrückt. 22,86, da kann man fast sagen. Willst du noch ein bisschen mal auf den Gewichtstein draufschmeißen? So eine Schippe voll? Na, ich habe mir die Hosentaschen noch voll gemacht. Achso. Bringst du dann nachher noch Kartoffeln mit vom Landhandel? Wir brauchen noch wieder welche. Ich meine, auf der Gamescom war das schon witzig. Wir standen halt am Gamescom, stand an dem T4 Garden, ne? Ja. Wir standen am T3. Ach, das war ein T3, ne? Stimmt, der T4 Garden ist quasi die etwas luxuriöse Version mit gleich großem Motor, aber. Ja, gut. Und die Leute kommen so zu mir: Darf ich aber drauf sitzen? Was? Ja, sie sehen so aus wie Security. Was? Also, ich bin hier mit einer Tüte von der Gamescom und hab einen Yamaha-Pulli an. Und dann bin ich bestimmt von Giants. Ja. Naja, du bist einfach sehr maskulin von deiner Gestalt her. Kommt ja mal an. Du bist halt schon breiter als der Türsteher, weißt du? Schmeichelt's mir. Und dann noch mit deinem halben Skinhead, da siehst du halt schon ziemlich, Ey, meine Haare sind wieder länger, ja? Nicht so ein Justin Bieber-Look, Dennis? Ja, das ist ja nicht mehr Justin Bieber-Look, der hat ja mittlerweile andere Frisur. Aber trotzdem ist das quasi negativ behaftet. Ja. Behaftet? Ja. Ach so, ja dann. Ja, nee, ist nicht schlimm. Komme ich mit klar. Besser als irgend so eine neumodische Hipster-Frisur. Haare hochstellen. Hochgehen. Also ein Undercut quasi. Abu. Genau, ein Undercut. Wobei, der fährt ja auch gerne mal ein Undercut. Und der erhofft sich davon natürlich, große Vorteile. Jetzt ralle ich gerade gar nichts mehr. Dodgy, dein Undercut. Ah, und der hat sogar funktioniert. Ah, bis ich dann zurückgeschlagen habe. Ja. Bis die Synchronität zurückgeschlagen hat. Arctic Strike again. Arctic Strikes again, ja. Nee, aber dann lieber eine ehemalige Hipster-Frisur als eine neue Hipster-Frisur. Abu. Ich muss mir das einfach morgen, wenn die Videos dann rauskommen und ich abends nach Hause komme, gucke ich mir das einfach in der Video-Wall an und dann beiden wir. Oh. Wobei, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich müsste mir die eigentlich irgendwann auch nochmal schwarz färben. Wollte ich ja stimmt, Jahren du hast machen, ja Türkis, ne? War nur irgendwie immer zu faul. Weil er soweit ja auch noch monatlich wieder nachfärben muss. Aber von deinem Emo-Trip bist du eigentlich auch runter, ne? Was heißt Emo-Trip? Ich hab nie Emo-Core gehört. Okay. Das geht jetzt wahrscheinlich für die, das geht jetzt ein bisschen zu die Materie. Man sollte sich halt, wenn man sowas sagt, eher damit auskennen, was es eigentlich bedeutet und nicht einfach nach Vorurteilen. Ja, hast du nicht handeln. Das sogar mal erzählt damals vor 2-3 Jahren? Schon oft genug habe ich sowas erzählt gehabt. Ja, siehste. Aber es scheint ein empfindliches Thema für dich zu sein. Ich bin halt allgemein eher gegen Vorurteile und so einen ganzen Krams. Ach so. Weil das Ganze halt einfach als negativ gesehen wird. Beziehungsweise wenn jemand sagt, dass, wenn jemand sagt Ego-Trip, ach Ego-Trip, Emo-Trip, so. Evo, dann Evo, schöner Evo-Trip, Ego-Trip, ne? Ist ein Album. Mit Evo 7 oder sowas. Egal. Emo-Trip hier, dann denken alle direkt hier von wegen, wieder schneidest du dir die Arme auf oder was? Ach, meinst du lecker Aufschnitt? Mhm. Boah, es gibt richtig geile Emo-Witze. Ja, die allesamt falsch sind, weil Emos sowas nicht machen. Ja, aber trotzdem, weißt du, man muss einfach über alles und jeden lachen. Ja, also quasi auch über Leute, die sich Handys in Violität kaufen, ne? Ja, das zum Beispiel auch. Oder Leute, die, sagen wir mal, am frühen Abend von ihren Eltern gebettet werden. Ja, ja. Da, ich war ja, ich habe ja schon geschlafen, nur ich war halt nicht zugedeckt.
Ach, und so. Ich war noch angezogen. Und das Licht hat noch gebrannt. Ja, okay. Siehst du? Da kann man drüber lachen. Aber ich finde solche Sprüche echt schön, wie von wegen hier, was für Filme gucken Emos am liebsten, Director's Cut und so. Das hat was. Auch wenn es ein bisschen fies ist. Ich finde es aber trotzdem irgendwo nicht richtig. Ich kann zwar auch über viele Sachen lachen, aber das ist dasselbe wie jetzt zum Beispiel über Homosexualität zum Beispiel wird ja auch viele Witze gemacht, finde ich auch unnötig, weil es halt dann eher, sagen wir mal, eher rassistisch ist als lustig. Sagen wir es mal so. Voll. Lustvoll. Mhm. Jan? Ja. Lustvoll. Wie viel Uhr bist du eigentlich ins Bett gegangen? Nach 15 Minuten. Ah, er hat's gereist. Ja, schon klar. Ja, also ich gehe immer nach 15 Minuten ins Bett, das ist immer so. Das ist immer, wenn ich nach Hause komme, 15 Minuten später bin ich im Bett. Und das handhaben wir natürlich auch immer so weiter und. Aber mit Klamotten und mit Licht an. Ja, ist eh viel schöner. Ja, ich meine, ich kann wenigstens bei Licht einschlafen im Gegensatz zu dir, ja? Na? Ja gut, du kannst froh sein, dass deine Mutter dich nicht vorher noch umgezogen hat. Dennis' Mutter hat das wahrscheinlich gemacht. Ja klar. Ja. Ja, und damit mit diesem doch etwas kuriosen Ende verabschieden wir uns für heute. Sehen uns dann morgen wieder, hoffentlich, vielleicht, wenn wir euch nicht verabscheut haben. Nee. Vergrault. Aber ich find's gut, dass du meinen Wink mit dem ganzen Zaun sozusagen doch deutlich verstanden hast. Den Wink mit der Steinmauer. Ciao.